Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Sommer, Sonne, Strand und Wasser. Das ist die perfekte Ferienmischung. Und die gibt es auch außerhalb der Ferien und mitten in der Stadt, im Prinzregentenbad in Bogenhausen. Hier kommen die großen und die kleinen Badegäste voll auf ihre Kosten. Hier wird der Sommer zum ganz besonderen Erlebnis. 100% Badespaß im Erlebnisbecken mit Strömungskanal. Die Kondition stärken im 25 Meter Sportbecken. Das Prinzregentenbad lädt ein zum Schwimmen, Planschen oder einfach nur Faulenzen. Mitten in Bogenhausen. Wir sind nicht so groß und weitläufig, wir sind relativ gut überblickbar. Und wir haben heute, wir sind eine Familie. Und das macht einfach Spaß, zu uns zu kommen. Das Becken, man kann vernünftig schwimmen. Jetzt haben wir auch eine Schwimmerleinenreizung. Und wir sind wirklich eines der schönsten Freibäder. Wir haben eine super Lage. Auch in diesem Jahr haben die SWM wieder den Prinzestrand aufgeschüttet. 540 Tonnen Sand, das entspricht rund 30 LKW-Ladungen. Der Golf von Thailand quasi vor der Haustür. Und ein Eldorado für alle Beachvolleyball-Fans. Die Kids geben unterdessen Gas auf der 50 Meter Wasserrutsche. Bei uns haben sich die Öffnungszeiten geändert. Wir haben jetzt immer bis mindestens 7 Uhr auf, bei schönem Wetter dann auch bis 8 Uhr auf. Allerdings an 2 Tagen öffnen wir später. Und zwar, das ist bei uns jetzt der Montag und der Mittwoch. Da machen wir erst um 10 Uhr auf, da haben wir letztes Jahr noch um 9 Uhr aufgemacht. Aber dafür machen wir am Dienstag und Donnerstag jetzt schon um 7 Uhr auf. Und da haben wir erst um früher erst einmal 9 Uhr aufgemacht. Die Frühschwimmertage kommen recht gut an. Und wenn jemand in der Früh zum Schwimmen kommen will, kommt er zu uns. Hochkonjunktur hier bei der Sprunganlage. Und im Kleinkinderbecken vergnügen sich die ganz Kurzen. In den Bädern ist es meistens so, dass vormittags in der Früh kommen die Rentner und Senioren. Da haben sie das Becken meistens für sich, weil die Kinder sind ja in der Schule und die Erwachsenen arbeiten. Am Nachmittag kommen dann die ersten Kinder und bei uns kommen hauptsächlich Familien. Das sind Familien mit relativ jungen Kindern, die Spaß haben. Und gegen Abend haben wir dann oft noch einen Haufen Berufstätige, die nach der Arbeit noch zum Schwimmen kommen. Das Prinzregentenbad an der Prinzregentenstraße. Sporteln und entspannen, mitten in der Stadt. Die Stadtsparkasse ist schon von Beginn an Partner von Tollwood. Sie sorgt vor Ort für eine Ruhephase. Wer sich zwischendurch etwas ausruhen möchte, kann sich in einem der Strandkörbe von S-Beach zurückziehen und einen Cocktail genießen. Und dass das Geld nicht ausgeht, dafür ist auch gesorgt. Geldautomaten vor Ort suchen und somit immer genügend Bargeld haben. Am 21. Juni geht das Tollwood Sommerfestival in eine neue Runde. Bis 16. Juli gibt es fast 500 Veranstaltungen hier auf dem Gelände im Olympiapark. Vor genau 29 Jahren startete dort auch die erste Auflage. Und von Beginn an ebenfalls als Sponsor mit im Boot die Stadtsparkasse München. Und heuer auch wieder mit verschiedenen Angeboten mit dabei. Wir sind erstmal ganz stolz darauf, dass wir Tollwood von Anfang an begleiten mit dazu. Vielleicht noch nicht jeder daran geglaubt hat, dass es ein Erfolg wird. Ich finde, es ist ein tolles Festival mit einem bunten Programm, recht gemischt. Und wir sind froh, dass wir dort mit präsent sind mit dazu. Man braucht natürlich Geld. Und viele haben nicht genügend Bargeld, die dort vor Ort sind. Also haben wir uns gedacht, wir stellen 2 Geldautomaten auf. Das heißt also, Bargeldversorgung ist gesichert, auch auf Tollwood mit dazu. Rein rechnerisch hebt jede Minute einer der Tollwood-Besucher bei uns Bargeld ab. Und damit es auch ein bisschen gemütlich ist, haben wir den S-Beach eingerichtet. Wem alles dann ein bisschen zu turbulent ist und wer sich mal zurückziehen möchte, der kann sich einfach in einen gemütlichen Strandkorb reinsetzen. Wir haben da ein bisschen Strandfeeling entwickelt und kann dort einen Cocktail genießen, um dann wieder gestärkt weiter auf Tollwood-Erkundung zu gehen.
Ja, die Stadtsparkasse München ist ein ganz wichtiger Partner des Tollwood-Festivals und ist ja auch schon Förderin von Anfang an und ist auch Partner von unserer Gemeinschaftsinitiative Bio für Kinder. Also das ist ein sehr wichtiger Partner und das ist eine ganz schöne Zusammenarbeit. Das ist natürlich toll, wenn man Partner hat, die so lange dabei sind und sich auch so mit dem Tollwood identifizieren. Und das macht eine Zusammenarbeit natürlich viel, viel entspannter, ganz angenehm und ja, das ist eine schöne Zusammenarbeit. Ja, lautet das Motto, bitte umsteigen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit alternativen Mobilitätsformen. Wir haben ein ganz spektakuläres Eingangskunstwerk von einem kanadischen Künstler, von Marcus Bocott. Und wir haben ein ganz tolles Line-up in der Musikarena mit dem Tollwood Summer Jam, Damian Marley, Patrice, Prinz Pi, Schmidt-Bauern Kälberer, Heindling, Hans Söllner, Michael Mittermeier und drei ziemlich coole Nouveau-Cirque-Produktionen. Und davon finden zwei bei freiem Eintritt statt. Inzwischen sind es ja Millionen Besucher, die auf Tollwood gehen. Also das hat sich voll ausgezahlt und wir haben, glaube ich, den richtigen Riecher bewiesen. Und es ist schön, dass wir Tollwood die Treue halten können und auch Tollwood froh ist weiterhin, dass die Stadtsparkasse München Partner ist. Allein im Sommer 2016 zählte das Kunst- und Kulturfestival rund 720.000 Besucher. 14. Juni 1158. An diesem Tag wurde München erstmals urkundlich belegt. Anlässlich des Augsburger Vergleichs, mit dem Kaiser Friedrich Barbarossa den Streit zwischen Herzog Heinrich dem Löwen und dem Bischof von Freising um die Verlegung der Salzstraße beilegen konnte. Nun also feiert München wieder Geburtstag und zwar mit einem Riesenprogramm, traditionell beim großen Stadtgründungsfest. Am kommenden Wochenende geht es in der City richtig rund. Zwei Tage lang, Samstag und Sonntag, zelebriert München das Stadtgründungsfest. Gefeiert wird der 859. Geburtstag. Wir haben heuer auf dem Handwerkerdorf, das wie jedes Jahr am Odeonsplatz stattfindet, das erste Mal die Metzgerinnung dabei. Das ist mir natürlich eine besondere Freude, weil ich selber aus der Metzgereibetrieb rausstamme. Es ist so, dass wir heuer gemeinsam mit dem Bennofest, das Stadtgründungsfest, begehen werden, also dem Fest der Katholiken in München. Das Bennofest wird jedes Jahr zu Ehren des Münchner Stadtpatrons Bischof Benno von Meißen gefeiert, dessen Gedenktag der 16. Juni ist. Wir werden eine eigene Bühne bespielen am Dom mit einem sehr vielfältigen Programm, wo einige Highlights auch sind. Die Kubaborischen werden auftreten, Senti Lozono und aber auch viele kirchliche Gruppen aus dem Verein und verschiedenen Gruppierungen, wo man auch mal sieht, wie vielfältig auch das musikalische, kulturelle Engagement in der katholischen Kirche ist. Schäfflertanz zum Geburtstag. Auf historischem Boden im Alten Hof dürfen Kinder mittelalterliches Stadtleben nachspielen. Und dazu gehören natürlich auch Narren, Hofmusiker, Schäffler und eine Klosterschreibstube. Außerdem... Was ganz Tolles kann ich wirklich nur jeder Familie empfehlen, allen Kindern empfehlen. Das ist drüben im Alten Hof einen mittelalterlichen Kriminalfall, den man lösen kann. Und da kann man tief ins Mittelalter eintauchen. Und sie werden das Stadtgründungsfest traditionell eröffnen. Die Böllerschützen, lautstark und mit viel Pulverdampf. Böllerschießen in Bayern ist eine alte Tradition, gehört wichtig, ganz wichtig zur Brauchtumspflege mit dazu. Das sind ja auch schöne Trachten, die Schützen anhaben. Und das ist in Bayern einfach ein guter Brauch, dass man zu festlichen Anlässen einfach die Ehrerbietung, die Referenz erweist durch die Schützen. Das macht man bei Geburtstagen, das macht man bei Kindstaufen, das macht man bei Hochzeiten. Ja, und so eben auch beim 859. Stadtgründungsfest. Am kommenden Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. Juni in Münchens guter Stube. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten. Zusammengefasst für Sie im Überblick. Am kommenden Samstag, den 17. Juni, eröffnen die Münchner Symphoniker die Opernfestspiele auf Gut Immling mit einem eher selten gespielten Werk, die Sizilianische Vesper von Giuseppe Verdi.
Diese wird dann im Chiemgau noch 5-mal aufgeführt. Es geht um die Besetzung von Sizilien durch die Franzosen und einen Aufstand der Sizilianer, die sich gegen die Franzosen am Schluss dann auch wehren müssen. Und das ist hochdramatisch mit Liebe. Und natürlich, Liebe ist immer dabei bei der Oper, aber auch viel sonstiger Dramatik und Leidenschaft und Emotionen pur. Außerdem wagen sich die Münchner Symphoniker nun auch auf ein ganz neues Terrain. Und zwar gibt es den Geiger und Künstler DJ Mickey, der viele, viele Projekte macht aus dem Bereich elektronischer Musik Techno, die er mit Orchester verbindet. Er selbst ist Konzertmeister in einem Orchester, ist also ganz klassisch ausgebildet, spielt normalerweise Schumann, Schubert, Brahms, hat aber die Jungs von Moon Boutica kennengelernt. Das sind zwei DJs aus Hamburg, die sehr, sehr gut in der ganzen Welt unterwegs sind. Und die haben sich dann mal zusammengesetzt und gesagt, sie müssten was zusammen machen. Rausgekommen ist dabei Moon Boutica Symphonic Experience. Und wir werden das, wir die Münchner Symphoniker mit Moon Boutica und Mickey am 13. Juli in der Tonhalle in München um 20.30 Uhr auf die Bühne bringen. Und 35 Jahre Heindling. Das feiern Hans-Jürgen Buchner und Co. gemeinsam mit den Münchner Symphonikern am 18. Juli in Linz und am 19. Juli in Regensburg. Von Lüsternheit, von Sympathie, Mädchen. Ahnst du denn nicht, dass nur deine Keuschheit meine Ausschweifungen gebiert? Letzte Gelegenheit, sich den gemeinschaftlichen Diskurs über Sexualität und Scham anzusehen. Mit hochkomplexen Live-Videos, die die Körper der Darsteller zu einem kollektiven Lehrkörper versammeln. 50 Grades of Shame in den Münchner Kammerspielen ist ein lustvoller Bilderbogen nach Frank Wedekinds Frühlingserwachen. Aus heutiger Sicht inszeniert von dem Performance-Kollektiv Shishi Pop. Sexualwissenschaften haben sich in diesen 125 Jahren extrem gewandelt, also entwickelt überhaupt erst. Der ganze Diskurs ist unheimlich breit geworden über Sexualität. Bilder sind überall zu sehen und zu haben, stehen zur Verfügung, ganz anders als den Jugendlichen bei Wedekind. Die Tabus sind scheinbar aufgelöst, im weitesten, also so weitestgehend. Und dennoch lauern überall Tabus, das wissen wir ja, und Beschränkungen und Hemmnisse. 50 Grades of Shame, zum letzten Mal in der Kammer 1, am Samstag, den 8. Juli. Das weltweit erste Tango-Musical direkt aus Buenos Aires kommt zurück nach Europa. Und Tangera gastiert auch in München im Deutschen Theater. Eine geballte Mischung aus Tanz, Schauspiel und Musik. Und dazu die Geschichte des Tango und der Einwanderer Anfang des 20. Jahrhunderts in Argentinien. Engañada, ¿no? Compromisas de casamiento y bueno, la introduce. Ich spiele den Gauner Gaudenzio, ein krimineller Nachtclubbesitzer. Ich empfange zum Beispiel die französischen Einwanderinnen und lasse sie in meinen Bordellen arbeiten. Y dueño de lugares donde introducían a las mujeres a trabajar por la noche. Eine Geschichte um Liebe, Hass und Eifersucht. Spannend und unterhaltsam. Tangera, 11. bis 16. Juli im Deutschen Theater. Soweit unser München für den Moment, liebe Zuschauer. Nächste Woche sind wir aber wieder für Sie da mit den frischen Themen rund um die Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen.